Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge PlayerUnknown's Battlegrounds. Oh Gott. Alter. So, wir spielen heute die Schlümpfe und ich würde auch gleich sagen, wir fangen gleich an, weil. Ja. Wir müssen endlich ready hier. Ja. Und wir müssen schauen, dass uns Gargamel nicht erwischt. Oder Azrael. Oh ja, die böse Hexe. Was? Bei den Schlümpfen gibt's böse Hexe? Es gab auch mal so eine alte Hexe. Was? Echt? Hä? Nicht? Nein. Ich hab mal so eine alte Frau, die auch irgendwas da hatte. Nee, war das eine Hexe? Schlümpfe. Ich hätte jetzt eine alte Dame. Ja. Ja, das war meine Mutter, aber egal. Was? Der war schlecht, Stralle. Ich hätte auch deine. Aber Gargamel hatte doch eine Mutter. Was? Ja doch, der muss doch eine Mutter gehabt haben. Irgendwie an irgendwas erinnere ich mich doch da gerade. Der ist schon so auf die Welt gekommen. Genau. Ja, genau. So genauso, wenn du überlegst, es sind wie viel, ich weiß nicht, 100, 200 Schlümpfe und es gibt nur Schlumpfine. Betroffene schweigen? Ja. Ich mach hier gerade mit einer Frau rum, lass mich. Gut. Was? Wir haben uns sehr lieb. Bis schweigen. Ach ja. Oh mein Gott. Schön. Das ist jetzt eine vernünftige Runde. Ah, wir kommen von der Military Base wieder. Wir könnten direkt nach Primorce gehen. Aber da werden sicher einige runtergehen, weil wir von der Seite kommen. Ja, genau. Da werden einige runtergehen. Ich hab das gesagt. Aber das könnten wir schaffen. Ja, schaffen wir auch. Machen wir auch. Was hast du markiert? Das Krankenhaus? Nee. So, also. 3-2-1 Mainz. Ach, wohin? Wo geht er denn schon wieder hin? Weg. Und hier ist keiner bei mir scheinbar. Wieso bin ich denn? Achso. Ist denn der Busfahrer auch bei uns? Ja, natürlich. Ja. Gut. Er ist halt ein bisschen abseits, aber es geht schon. Ja, dieser kleine Außenseiter. Es ist jede Runde bei anderer. Das ist entweder der Strahle oder ich. Na, vorige Runde war es der Tore, die ist dort bei dem. Ach guck mal, wir sind hier allein. So lange herumgelaufen. Was? Und hier sind ja? Boote. Und Boote. Dann gehe ich hier bei den Haken da runter. Ja, ich auch. Geh weg, Mann. Ja, ich bin obwohl, ist vielleicht ganz gut, weil. Wir gehen ins Kaffeehaus. Ja, wegen zusammen. Dann sind wir wenigstens alle irgendwie zusammen. Wo bin ich denn jetzt hingepackt? Alter, ich hab Fallschaden bekommen. Haha. Alter, Kotzgrenze hier. Hier ins Kaffee aus. Mein Kaffee war jetzt gewesen. Oh, auf die Hitten. Ui, Rumpi. Muss gleich niesen. Gesundheit. Ich hoffe nicht. Gesundheit. Oh Gott. Sicher lustig in der Cam. Die Fresse verzieh. Boah, so. Das muss ich mir ansehen dann. Dass nicht rausschneidest. Hey, sowas schneide ich nicht raus. Ich schneide nie was in der Mitte raus. Money wäre mal gut. Genau. Oh, das ist gut. So. Ein paar Waffen haben wir schon. Bei mir liegt ein paar Waffen. Alter, ich hab so viel Red Bull. Energy Drinks. Bei mir liegen in Kaffeehaus 2-2er Helme. Das ist genauso interessant wie vorher die Markierung, die was ich gemacht habe. Ja, gut. Was hat es? Oh, hallo. Da, dann renne ich dir. Nein, mit beim Zaum hat's geheißen. Das ist wieder 5 Kilometer weg und dann auf mich wird geschossen. Wo bist du? Ja, eben. Deswegen, nein. Auf die Hitten da. Eine da. Psst. Sind wir da? Nix. Kommt hier jemand in mein Haus? Ja, Busfahrer ist da. Ich laufe jetzt weiter. Ja. Geh weiter. Weiterfahren. Weiterfahren.
Hier gibt's nichts zu sehen. Von wo komme ich denn? Sehr, ich kam ja von den Hallen. Sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Wehrweste. Macht doch Wehr, oder nicht? Wehrweste, oder was? Wehr, ja. Ja, würde ich nehmen. Wo, bitte? Den Haus, wo ich gerade bin, daneben der Shelter. Warte mal. Das muss ich mal leider... Dafür lege ich doch auch mal die Schrot ab. Dori hat eine VSS gefunden. Also, da war jetzt mal Kia wahrscheinlich, ne? Manu, ich hab keinen fucking Rucksack und ich kann die Muni nicht mitnehmen. Was ist denn das hier? Soll ich dir helfen? Nein. Aber ich kann die Haare, ich kann ja die ablegen, dann kann ich die mitnehmen. In der Zone sind wir natürlich nett, ne? Ja, wir haben offenweise Boote, habe ich gesehen. Ja. Oh je, Boot fahren. Mag Boot fahren. Eine CVT ist lustig, eine CVT ist schön. Holleri, hollo. Puh, waffentechnischer, da könnte mal was anderes jetzt kommen. Alter, ich hab so viel Energy-Zeugs und sowas, das ist ja schrecklich. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Noch mehr. Jetzt hab ich schon gar keinen Platz mehr dafür. Ja, Strahle. Hallo. Habt ihr irgendwo einen Rucksack? Der lässt die Häusel aus und geht in die High-Level-Häuser. Da habe ich mir gedacht, da geh rein. Ja, passt. Eingriff. Boah, ist das Loot hier scheiße. Hosen nicht. Ey, ich finde immer noch keinen Rucksack. Trink mich auch. Fuck! Mir sind zwei Rucksack, Tori. Ich habe hier eine SKS liegen. Kann weder das eine noch das andere mitnehmen. Soll ich kommen? Ja, ich brauche die Muni eigentlich, aber ich... Oh, hier liegt eine Manu-Sektion oder M16. Was, eine SKS? Du hast gesagt, bei dir liegt eine SKS. Ja, aber die Muni hätte ich heute gern. Weil ich auch eine SKS habe. Komm mal zu dir. Hi, wo ist sie? Hi. Oben. In dem linken Raum. Links. Achso, ja, nee, das war die M16. Was war die SKS? Hier. Ja, das ist die SKS. Ich brauche einen fucking Rucksack, Mann. Ja, komm mit. Hier kannst du einen aussuchen. Oh, da liegt verbannt. Oh. Juhu. Ihr hört nur vierfach, wenn wer braucht. Ja, ich. Oder Dori. Ja, ich bräuchte allgemein auch ein Visier, ja. Da liegt bei mir noch eine Skyl. Ich bleib jetzt bei meiner Kombo. Ich bleib jetzt auch bei meiner Kombo. Ich sag's nicht, ne? Da liegt bei mir noch ein Dreier-Rucksack. Ein Dreier-Rucksack? Wenn wer haben möchte. Ich habe jetzt eine... blauen Häuschen. Ich habe jetzt eine Säger mit... Wo bist du denn da? Das kleine oder das... Ja, da drinnen, das kleine. Blaue Häuschen. Der Wert hat ein Schnellwechselmagazin. Wie schaut's aus mit Zone und so? Ich hab noch einen Vierfachsucher. Ja. Oh. Was? Hast du nicht schon einen? Ich hab gesagt, den soll er Dori geben. Ja, komm, warte, komm. Komm her, Dori. Du hast ja gerade gesagt, den nimm zu. Ja, und dann habe ich aber gesagt, den sollst du dir nehmen, weil. Ja.
Ja, egal, jetzt hat er ja für jeden einen. Ja, richtig. Ich hab brav gesammelt für euch. Aber ich hätte ihn dir eben überlassen, das meinte ich. Bist du alles oben? Ja. Ich komm hoch. So, einmal vierfach. Bitteschön. Bitteschön. Ich hab gehört, da gibt's aber ein Geschäft. Warte mal. Ach so. Jetzt bin ich weg. Bitteschön. Bitte ja. Gerne. Bitteschön. Oh, noch 5, noch was, Moni. Warte, hab ich. Ich hätte nur ein vierfach suchen. Oh, Alter! Sorry. Bist du irre? Gerade. Ja, dann schmeiß ihn weg. Dankeschön. Hat wer von euch ein Zweifach? Ich würde tauschen gegen ein Vierfach. Ich hab schon wieder eins gefunden. Nein, ich hab kein Zweifach. Ich hab einen Rotpunkt, hab ich. Ja, nee. Wir sollten uns aber auf den Weg machen. Jawohl, Chef. Ich geh nur da rein, weil da könnte es looten. Das wollte ich eigentlich da machen, Krach. Oder ist wirklich schon sehr dringend? Ja, Zone kommt. Zone kommt. Ist da. Zone ist da. Ui, dann schleichen wir sie über Tyser. Wohin? Ja, weiß ich nicht. Entweder laufen da jetzt die Straßen entlang oder wir laufen dann rüber zum Boot. Also. Oh, boah, wow, der erste Hilfekoffer, ey. Das Vierfach schmeiße ich jetzt in die Wiese, ne? Was? Ja, ja, nein! Hab ich. Ja? Alter, bist du irre? Wo? Bist du damit? Ja, ich hab zwei Waffen, wo Visier rauf kann. Ja, da war vorher gefragt. Hat er nicht. Ja, wo hast du das hingeschmissen? Da in der Wiese da vorne. Da, wo du da herumläufst. Na super. Lauf bitte in die Zone. Ich hab extra gesagt, ich hab noch ein Vierfach noch gefunden, wer braucht. Und habt ihr gesagt, das keiner. Ist bei mir nicht angekommen. Hätten wir, wenn wir uns das Video ansehen, dann sagt er das. Ja, aber ja, trotzdem habe ich es nicht mitbekommen. Da haben wir, glaube ich, ganz schlechte Karten mit dem Fahrzeug. Wie weit müssen wir denn überhaupt? Oh, yes. Also das ist eigentlich so wie vorher schon fast. Also, ja, das ist schon wieder voll für ein Gulub, ne? Voll top ausgerüstet in dem Sinn. Naja. Voll Dämpfer verhört noch. Ja, ich meine für unsere Verhältnisse. Ja gut, ich habe 3er Westen, einen 3er Rucksack und Fahrerhelm. Das mit Vierfach, ja. Wo ist Dori? Dori ist da ganz links. Dori, was machst du da drüben? Ich muss ja gucken, ob ich hier irgendwas finde für mich. Die ist jetzt sauer wegen einem Vierfach. Ich meine, ich hab geguckt, ob an der Einstraße ein Auto steht. Bitte. Einen ersten Hilfekoffer habe ich ja. Hab ich zwar. Voll. Mir war nichts bringen, glaube ich. Ja, ich lauf da mal in diese Richtung hier. Ein Red Bull rein. Jetzt muss da ist ein Auto, wenn du da weiterläufst, sehe ich gerade. Hä? Ja. Welches? Ein Auto und ein großes, ein UAZ. Ach ja. Wo seid ihr jetzt gelaufen? Links bei der Straße. Super. Nee, wieder in die andere Richtung. Ah, super. Und noch Fachstory, da ist ein Rotpunkt noch drin. Ich hab gerade eins weggeschmissen. Okay, was? Wo treffen wir sie? Punkt. Der Zone hätte ich gesagt. Ja, aber ich markiere da. Hab grün markiert. Echt?
Ja, fahr durchs Wasser. Ja, wieso? Wenn nicht, dass wir hier liegen bleiben. Nee, dann kannst du durch. Du bist gleich tot. Tatsache. Bleib stehen, du scheiße Karre. Du spring doch endlich. Achso. Auch ich das nicht. Das schaffst du nicht mehr. Retten. So. Alter. So. Esther. Hier sind sie sicher welche verkämmt. Ein paar Türen waren offen, einige zu. Hallo. Hat noch irgendwer große Verbandskoffer vielleicht? Nein. Nee, hab ich mir gerade selber rein. Ich hatte nur einen einzigen, den hab ich in der Zone schon nehmen müssen. Sind auch weniger geworden, oder? Was? Verbandskoffer. Hm, finde ich auch. Weil früher habe ich immer 5 oder 6 gefunden gehabt. Ja. So. Yep. Nächste Zone? Ah, wir sind in der nächsten Zone. Ja, deswegen habe ich den grünen Punkt wieder gehört. Nein, die nächste Zone steht da noch gar nicht. Doch? Das läuft da gerade erst zu. Oder? Ach, ja, von vorhin. Ah, super, hier am Sniperberg. Ist ja super. Schön ausgesucht. Ich überlege gerade, ob ich da rauf gehe. Ich auch. Geht auch. Zusammenbleiben. Ach, Überhänger. Gibt's ja keinen Sessellift? Reglaufen, so wie Name, ne? Mhm. Das mit Hupfen funktioniert nicht mehr. Oder? Ah, funktioniert. Reglaufen, dann kannst du schnell laufen. Warten. Hallo. So, und wo kommen die jetzt? Unten fährt. Aha. Was ist die nächste Zone, ne? Wo die ist? Ja. Gleich wieder laufen. Ja, aber sicher nicht in die direkte Richtung. So. Sollen wir noch auf der Seite bleiben oder gleich auf die andere gehen? Hm. Auf die andere war gleich gescheiter, oder? Ja, deswegen meine ich ja. Wir sollten vielleicht da runter zu den Container. Ja, richtig. Gleich richtig. Die Brücke rüber. Genau, genau. Dori?
Was denn? Gerade schon Pool runter. Dort gleich über die Brücke. Hä? Der George Pool über die Brücke. Aufpassen, dass er nicht hupft. Weil viel Zeit ist nicht. Du machst dann auf Falle. Wieso? Hupfen. Achso, nein. Nicht hupfen, meine ich. Ja. Falle hupf. Falle hupft. Oh, das wird auch wieder so knoppig. Sehr knoppig. Aber es ist mir lieber, wie wenn wir dann über das Wasser da drüber schwimmen müssen. Da steht rechts ein Auto. Oh, das, oh, das ist ausgebrannt. Du? Ah, okay. Sehe ich von hier nicht. Da, da, da. Sonne kommt. Hm? Da steht ein Buggy vor dem einen Auto, vor dem einen Haus. Meinst du vor dem Shelter da drüben? Nee, das ist was, wo der das Wrack auch stand. Da. Ja, okay. Und gleich rechts eigentlich. Gleich rechts rüber, ja. Hm, da steht, glaube ich, ein Motorrad an der Seite. Wenn wir hier geradeaus weiterlaufen. Wie da gleich ihre Stimmung höher wird, wie man das merkt in der Stimme. Ja, ein Fahrzeug ist halt besser, wenn die Zone kommt. Ich dachte eher wegen Motorrad. Wenn es ein ist er eh immer nur ein Dreier. Es ist so selten, dass du ein Zweier-Motorrad findest, ey. Wenn man zu dritt unterwegs war. Oh, da vorhin knattern's. Ich bin schon am Arsch. Da ist ein Zweier-Motorrad. Ja. Wir haben es ja eh nicht so weit. Ja, ist ein Zweier. Oh, so weit haben wir sie ja nicht einmal die nächste. Ja, gleich weiter, hätte ich gesagt, solange die da beschäftigt sind. Ja, richtig. Da auf dem Berg ist da irgendwas? Nee, es ist ein Busch. Nee, ist ein Busch, was ich. Nee, das ist, glaube ich, ein Buggy oder ein Dreiermotorrad. Ja, ein Dreiermotorrad, das habe ich gesehen. Sah aus, als würde neben dem Busch jemand stehen. So, ich müsste mich erstmal gleich ein bisschen pushen. Hast du was? Ja. Verbände und Tränke und sowas. Boah, hat nur ein Red Bullchen, aber. Aber nicht. Ah, da ist ein Busch. Aber ein kleiner Busch. Hier legen wir hier einfach hin. Da unten bei den Häusern steht ein Auto dazwischen. Okay. Bei 210 Südwester. So. Das ist sehr verdächtig, dieses Fahrzeug. Die Gegend kennen wir auch ganz gut, ne, Schralle? Ah, davon wir könnten die Reifen schön zerschießen. Ey, warte, das wird einfach eh nicht viel bringen. Wenn, dann hätte ich jetzt ein bisschen gewartet, bis die nächste Zone kommt. Richtig, richtig. Und wenn dann jemand einsteigt, dann erschießen wir die. Das hätte ich Lust. Ja, die müssen ja eh warten, immer bis alle drin sind. Ah, das Problem ist, ich hab da keine Sicht drauf. So, wir kommen mal. Na, nee, von hier unten hast du gar keine Sicht drauf.
Was, das Auto siehst du von deiner Pussy, oder Dori? Nee, da ist ein Hügel vor. Jeep, meinst du, ne? Der Jeep, ja. Ja, den sicher. Sonst willst du zu mir in den Busch? Auf 210, beim Haus, genau. Ja, aber von hier unten sieht man den nicht. Oh ja, von da oben habe ich den schon besser gesehen. Was? Ja, von hier oben habe ich den gesehen, aber da unten siehst du geht den etwas, nicht. Geh etwas nach. Neben euch ist ein Busch, da müsstest du ihn perfekt sehen. Ja, der Busch. Neben uns ist ein Busch, hier ist kein. Ja, super, da setzt man sich rein. Aber ich habe einen perfekteren Busch. Egal, die Zone kommt und wenn da jetzt wer drin ist und wegfahren will. Würden sie es jetzt machen oder gar nicht? Genau. Ich denke mal, die sind weitergelaufen von da. Fahrzeug steht auf jeden Fall. Dann schauen wir gleich, wo wir hin müssen. Dort kommt also keiner mehr. Oh. Oha. Herzlichen Glückwunsch. Mitten in der Pampa. Sagt. Wie gesagt, von hinten rum oder so, oder wie? Irgendwie von hinten über den Berg hoch. Ja. Wo weniger Leute rechnen, dass wir kommen. Da hinten sind welche gelaufen auf 30 Nordost. Zumindest habe ich da einlaufen sehen auf dem Hügel. Okay. Da steht auch noch ein Auto. Ein weißer, ein gelber Dacia steht da noch. Der Schmetterling. Wenn wir schon doch da ist einer. Da war was der Schmetterling. Ihr hättet mir ruhig sagen können, dass ihr da außen lang lauft. Haben wir doch. Nee, habt ihr nicht. Wir haben gesagt, wir gehen da hinten rüber. Ja, und wo ist denn da hinten, bitte? So okay. Außen rum halt und von hinten dann auf den Hügel hoch. Ja, aber hier sind hinten welche über den Hügel lang gelaufen. Okay. Also hier sind definitiv welche. Aber auch in diese Richtung. Würde ich da jetzt auch mal. Es wird gefährlich. Links ist noch irgendwas. Mhm. Ja, ist aber immer noch besser wie von vorne der Weg. Ja, das stimmt. Wir haben zu viel Muni da hinten. Jetzt bin ich in der Zone drin, jetzt bleibe ich hier. Ah, da hinten sehe ich einen. Sehe ich ihn. Auf? Ach, den hat er gerade getötet. Okay, da rennt jetzt der hin. Auf Süd. Ja, er lootet den jetzt. Ich habe keinen Schalldämpfer, ich kann da nicht rutschießen. Wissen Sie eigentlich, wo ich sitze? Schalldämpfer habe ich auch keinen, aber da sind noch zwei, kommen von rechts. Ja, okay. Wenn ihr Sicht habt, dann schießt. Jetzt auch nicht, wo sie sind, aber. Ausgenockt! Kill! Weil anderen sind weitergelaufen, was ich gesehen habe. Ja. Oh, hinter mir! Oben beim Baum bei mir. Boah, ey, diese Waffe, ey, diese scheiß Büsche. Du siehst nichts. Ihr seid immer noch einen Nerv geklemmt. Manno. Kein Glück heute. Immerhin 100 Punkte, das ist ja schon mal mehr als sonst. 111 Punkte. Und das waren die ich nämlich laufen sehen habe. Und ihr seid einfach dahin gelaufen. Wir sind nicht dahin gelaufen, wir waren ja woanders. Aber ich habe euch ja gesagt, wo die gelaufen sind. Wir sind genau reingelaufen. Nein, sie sind von hinten dann gekommen. Naja, aus der Richtung. Auf jeden Fall war es das für die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten. Also tschüss, Papa. Tschüss. Ciao.